Hier haben wir die Rezeption. Ein schöner großer Elefant. Hier ist die Lobby. Hier ein schöner großer Pool mit Liegen. Hier hat man dann die Zimmer gleich oben halb und einen grandiosen Ausblick aufs Meer. Hier unten sind die Villen. Da hat man dann auch die schönen Häuschen am Strand mit dabei. Und ein richtig schöner großer Pool mit Kinderspielplatz und den wunderschönen Sandstrand, der endet hier dann. Und die Anlage ist sehr groß und weitläufig, sehr schön. Hier haben wir das beziehungsweise Hollywood. Was? Hollywood. Und Legoland für Dreckhotel. Ah, hier ist es richtig. Hier sind viele Kinder und Babys. Da ist richtig was los hier. Hier sind sie, Taverne. Ne, was dann auch als à la carte praktisch dann auch abends und mittags genutzt wird. Ist das bei All Inclusive dann mal mit dabei oder wie ist das dann? Da weiß ich jetzt nicht, wie die das hier handhaben. Das à la carte ist dann auch, dass du das wahrscheinlich dann einmal drin hast und dann sonst extra. Aber das weiß ich nicht, wie die das hier machen. Wasser, Sportparadies. Hier kann man auch Jetski fahren. Und Matthias, wie gefällt dir der Club? Mir gefällt die Anlage hier sehr, sehr gut. Sie ist total kinderfreundlich und familienfreundlich. Sie ist unheimlich weitflächig und auch der Strand ist wirklich traumhaft schön. Vor allem ist es hier Sandstrand auch und vor allem der Abschnitt hier, finde ich, vom Strand ist auch richtig schön breit. Und schön nah alles, ne? Direkt vom Pool bis runter. Hier mal das die Erde. Und hier ist eigentlich das asiatische Spezialitätenrestaurant. Hier ist die Wassersportanlage und die kann man mit allen Hotels hier zusammen nutzen. Man kann vom Riviera kann man hier rüber und kann es auch herüben nutzen. Hier sehen wir den Strand nochmal. Hier herum sind die Bars, wo man es all inclusive einnehmen kann. Für die kleinen super schöne Anlage. 40 cm tief. Ideal, dass die Kleinen auch alle schön schwimmen können und planschen können. Hier haben wir die Beachbar, die ist direkt hier am Strand. Genau, und das ist auch so, und das weiß ich auch bei mir. Überschön die Liegen und den Preis inklusive. Weil wir ja einmal eine Show hier machen mit Party und einmal eine Party. Hier auf der Terrasse hat man auch einen grandiosen Blick. Hier genau drüben geht die Sonne unter. Da kann man hier heroben schön zum Sonnenuntergang draußen sitzen und das all inclusive schön nutzen. Ich würde auf jeden Fall immer all inclusive. Das wäre. Und hier heroben haben wir die Wasserrutschbahnen.
die sind halt genial, die siehst du so gar nicht. Die sind in den Felsen, sind die reingebaut. Die sind mir gerade gar nicht so aufgefallen, aber super schön. Ach, sogar ein Wasserhuss außenrum. Wie so ein Bach, wo sich dann durchfließen lässt. Hier sehen wir die Rutschen, die Wasserrutschen mit einem Windbach, der dich außenrum treiben lässt. Hier haben wir noch einen kleinen Pool, eine kleine Rutsche, wo sie runterrutschen können, auch schön. Hier kann man dann auch ein schönes Incentive kann man hier veranstalten. Mit den ganzen Räumen kann man dann ein Meeting halten. Kann man auch kleine Räume kann man machen, große Räume, wie man es braucht. Super schön. Hier ist nochmal ein ganz großer Konferenzraum und die Halle dazu. Da kann man auch mal eine Großveranstaltung hier in Westpeloponnes planen. Hier gibt es nochmal ein à la carte Restaurant herin. Der ist für die ganze Anlage zuständig. Der ist immer hier, spricht auf jeden Fall Englisch. Und wenn nicht, kann man sich jemanden mitnehmen, wo auf Deutsch übersetzt, wenn irgendwas Schwieriges sein sollte. Hier sehen wir jetzt ein normales Doppelzimmer mit Meerblick. Ah, schön mit Himmelbett, ganz, ganz toll. Mit schönem Blick aufs Meer. Traumhaft schön. Schöne Terrasse. Ja, dann Toilette. Schönes Wasserhahn. Und hier gibt es noch eine Badewanne. Schön gemauert alles. Ich bin der Hubert. Ich zeige euch die Anlage. Und wenn ihr wollt, unten auf Gefällt mir drücken und dann seht ihr unsere weiteren Videos alle und ihr könnt euch weiterbilden oder euren nächsten Urlaub bei uns buchen. Unten steht Telefonnummer und die Homepage. Einfach anklicken und nach Hubert oder Matthias fragen. Wir kennen uns in der ganzen Welt aus und können Ihnen weiterhelfen, wo Sie Ihren besten Urlaub verbringen. Hier sehen wir am Familienzimmer im Hauptgebäude mit Meerblick. Hier hat man dann schön zwei kleine Betten heraus. Hat innen drin das große Bett mit Minibar, hat die Badehandtücher gleich im Zimmer, die Moskitos, Schalter haben wir da alle, Safe ist im Preis inklusive und ganz, ganz toll für die Erwachsene ein Himmelbett. Das ist traumhaft schön. Hier mit einer Flasche Rotwein und hier hat man dann Meerblick. Das ist ganz, ganz toll. Kann draußen mit vier Personen kann man draußen sitzen. Super schön gemacht. Hier noch das Bad. Die sind alle gleich. Toilette, Waschbecken. Ihr habt euren Shampoo, euer Duschgel. Alles mit dabei. Und hier die schön geformte Badewanne. Toiletten sind alle gleich und Badewanne. Das ist alles. Minibar ist mit dabei. Fernseher. Großes Doppelbett. Da draußen kann man auch schön sitzen. Kann den Sonnenuntergang schön genießen. Kann man draußen frühstücken, hat man die Terrasse, die verschiedenen Pool-Areas. Und
in der flach abfallende Sandstrand. Hier ganz vorne sind die Bungalows und hier vorne sind dann die Villen. Wir besichtigen jetzt noch eine Villa und dann hat man dann auch eine Love Lounge unten am Strand mit dabei und ist total ruhig vom Club her. Super schön. Hier sehen wir jetzt die Villa Nummer 44 bis 5 Personen. Die sind super schön groß eingerichtet mit Springbrunnen. Ganz, ganz toll. Einen großen Tisch. Hier hat man das eine Doppelzimmer mit Fernseher. Dusche, WC und hier nochmal ein separates Waschbecken. Hier hat man eine eigene Dusche haben müssen, zwei Liegestühle. Und hier kann man dann begehbarer Kleiderschrank, auch schön, mit Waschecke, großes Bett und mit Badewanne und Toilette. Ganz, ganz toll gemacht. Hier sind die Villen und zu jeder Villa gehört eine Love Lounge hier mit dazu, wo man sich dann vorne hinlegen kann. Und man kann dann schön zum Strand runterlaufen. Hier sitzt dann die Außendecks von der Tür. Wenn er dann in der Lobbybar schöne Ausflüge buchen. Hier haben wir die TUI Champions. TUI Champion. Hier sehen wir die Bar, die ist abends geöffnet, aber im Moment sitzt auch schon jemand hier. Kamera. Hier haben wir eine kleine Spielhalle für die Kinder. Im Oasis. Sieht sehr lecker aus. Und hier ist man mit Kindern sehr, sehr gut aufgehoben. Hier gibt es alles, was das Herz für Kinder und für auch die Erwachsene, was sie mögen. Super putzig eingerichtet, schön. Mit einem Papageien.
Zebra. Und ein Osterhas. Guck mal, wie schön. Hier haben wir auch Boutiquen. Hier kann man sich einen Schwimmreif. Ein kleiner Mini-Market. Alles, was man so braucht, kann man sich hier schön kaufen. Alles, was die Kleinen mögen, gibt es hier schön zu kaufen. Hier sind wir im Olympia Oasis. Von außen ein TUI Best Family. Ich bin der Hubert, ich führe euch durch die Anlage. Immer unten auf Gefällt mir drücken, dass ihr auch die weiteren Videos seht. Und wir werden euch jetzt alles zeigen vom Olympia Oasis, vom TUI Best Family Hotel. Bis dann, tschüss. So, wir fahren jetzt zum Oasis. Wir werden rübergebracht von einem netten Fahrer. Und die liebe Kerstin zeigt uns jetzt das Hotel. Hier der? Τι λέει μου προκόπεδρα και εκεί αχαία είναι επικίνδυνο λόγω ελαιονοσίας. Okay. Οπότε πήγαινε στον τάδε. So schnell sind wir im Nachbarhotel.